Stimadas damas e stimai signors, cordial bienveni en il Politforum Berna. Bellesas vus tuts qua. Cic es arumans sa di più. Geschätzte Damen und Herren, Frau Regierungsrätin, Herr Regierungsrat, liebe Gäste hier im Politforum, liebe Gäste hoffentlich bald auf dem Livestream, ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen im Politforum Bern. Mein Name ist Lukas Hupfer und seit letzter Woche leite ich zusammen mit einem engagierten Team dieses Forum. Und umso mehr ist es mir eine große Ehre und Freude, meine allererste Veranstaltung hier zu diesem wichtigen Thema, zur Viersprachigkeit der Schweiz, mit Ihnen erleben zu dürfen. Das Politforum Bern mit Veranstaltungen wie heute Abend, mit unserem Angebot in der politischen Bildung, mit diesem Demokratieturm, stärkt die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Unterstützt werden wir dabei von der Stadt, vom Kanton und der Burgergemeinde Bern und von den beiden Landeskirchen. Cicche sa rumantsch, sa da pli, habe ich eingangs gesagt. Und dieser Radiospruch heißt übersetzt in etwa über wer Romanisch spricht, weiß mehr. Meine romanischen Kenntnisse enden hier, aber umso schöner finde ich es eben zusammen mit Ihnen zu diskutieren, wie wir diese Viersprachigkeit stärken können in der Schweiz und damit auch unsere Gesellschaft und die Demokratie. Wir haben in der Schweiz 4 mehrsprachige Kantone und 2 sind hier. Das ist sehr, sehr schön, mega toll, und zwar vertreten eben von Herrn Regierungsrat Christian Rathgeb und aus dem Kanton Graubünden und von Frau Regierungsrätin Evi Allemann vom Kanton Bern. Und Ihnen gebe ich nun das Wort als Einleitung und zur Eröffnung des heutigen Abends, zur Eröffnung der Ausstellung Romansch E, die nebenan ist, und zur Eröffnung des Abends mit anschließender Podiumsdiskussion. Herr Rathgeb, herzlich willkommen hier. Sehr geschätzte Frau Regierungskollegin, liebe Evi, sehr geschätzter Herr Hupfer, ganz herzlichen Dank für die freundlichen einleitenden Worte. Das ist ein fulminanter Start mit vollem Saal. Wir wünschen Ihnen für Ihre berufliche Tätigkeit hier alles, alles Gute. Sehr geschätzte Frau Co-Präsidentin der Lia Romancia, liebe Ureza, stimadas donas, stimat signors, jeu beneventel vos cordial main, tier la vernissage dall'exposition ambulonta Romansch E. Jeu ai grand plager, que vos esses geu. Ich freue mich sehr, geschätzte Damen und Herren, dass Sie alle hier sind. Ich darf Ihnen die herzlichen Grüße der Bündner Regierung überbringen, verbunden mit einem großen Dank, dass Sie natürlich hier sind, aber dass Sie sich da und dort für die romanische Sprache, die romanische Sprachkultur interessieren oder engagieren und dass Sie natürlich eben auch heute Abend hier sind und mit uns diskutieren. Was ist die Zielsetzung dieser Wanderausstellung Romansch E? Der Kanton Graubünden darf das erste Mal in der Geschichte der Konferenz der Kantonsregierungen, sie wird nächstes Jahr 30-jährig, den Vorsitz innehaben. Wir haben einen festen Sitz im leitenden Ausschuss wegen der romanischen Sprachkultur, weil alle 4 Landessprachen im leitenden Ausschuss vertreten sind. Und das war der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, wir nutzen diese Chance, wir möchten mit einer Wanderausstellung die romanische Sprachkultur in die anderen Kantone bringen und vor allem natürlich in jene Kantone, die auch eine romanische Diaspora haben, die vielleicht etwas größer ist. Alle Kantone haben das natürlich, aber in jene, die eine große rätoromanische Diaspora haben. Sie haben es einleitend gesagt, es ist so, dass wir ein vielfältiges Land sind, Vielfältigkeiten der Sprachkulturen. Das Land ist vielfältiger, sagen wir, auch wegen des Romanischen, ist interessanter, ist bunter, auch wegen des Romanischen. Und es ist spannend, wenn wir die Türen öffnen können und Sie etwas von der romanischen Sprachkultur
mitnehmen können. Wir wollen aber nicht nur die Sprachkultur vermitteln, sondern wir wollen Interesse wecken und wir möchten auch Türen öffnen, beispielsweise in den Erziehungsdepartementen, dass die romanische Sprache vielleicht angeboten wird im Unterricht oder dass wir Kurse der Lia Romancia aufzeigen können, dass die romanische Sprachkultur auch auf Distanz, Romancia Distanza heißt das, eben vermittelt werden kann. Das ist das Ziel und deshalb haben wir auch eine enge Partnerschaft mit der Lia Romancia. Das ist die Dachorganisation der romanischen Sprachkultur, die eben den Inhalt der Ausstellung auch konzipiert hat, zusammen mit dem Amt für Kultur unseres Erziehungsdepartements und natürlich zusammen mit der Konferenz der Kantonsregierungen. Und mein persönlicher Mitarbeiter Matthias Lanz, der heute hier ist, erarbeitet und setzt die Ideen um, die wir haben. Das braucht es natürlich eben auch. Was ist das Konzept der Ausstellung? Das Konzept ist »Seh auch du«. Sprache. Wir möchten aufzeigen, dass man sich mit der romanischen Sprachkultur auseinandersetzen soll und das eben auch schon zum Sehen der Sprache gehört, sich für die rätoromanische Sprache interessiert, wie beispielsweise, wenn man unsere Stelen liest, die Sie dann in der Ausstellung sehen werden, oder eben auch selber romanisch lernt, wozu es eben viele Möglichkeiten und auch entsprechende Lehrmittel gibt oder auf Distanz auch einen Kurs der Lia Romancia besucht. Das ist eigentlich die Zielsetzung. Wir hatten bei Ihnen im Kanton Bern mit unserer Einladung, die solche Sämchen, Gartensämchen beinhaltet hat, ja einen Polizeieinsatz ausgelöst, der es in die Medien geschafft hat, war zu Covid-Zeiten eine Mitarbeiterin des EDI von Bundesrat Berse auch eine solche Einladung erhielt und man hat dann solche Sämren gehört, sie hat den Absender nicht gekannt, das war das Finanzdepartement des Kantons Graubünden, da hat sie nichts erwartet und dann ist eben die Polizei, der Sprengschutz und ich weiß nicht was, die Feuerwehr, ausgerückt, weil man eben gedacht hat, es könnte unfreundliche Post sein. Es waren Sämchen, die eben aufzeigen sollten, dass wir alle einen Beitrag leisten können und Sprache sehen können. Diese Wanderausstellung ist auf Wanderschaft, das ist auch die Idee. Wir haben gestartet auch in Bern, nämlich im Haus der Kantone und trotzdem sind wir dankbar, dass wir hier sein dürfen, an diesem fantastischen Ort. Weil im Haus der Kantone sind die Türen leider geschlossen, nur die Sitzungen der Kantonsregierungen, der Verwaltungseinheiten und so weiter mit ihren über 20.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr können dort ein und aus, aber die Ausstellung ist nicht offen für die Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb sind wir, liebe Evi, der Berner Regierung und ganz besonders dir sehr, sehr dankbar, dass wir hier in Bern diese Ausstellung nach der Öffentlichkeit zeigen dürfen und dass wir so offene Türen vorgefunden haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Die Ausstellung war zuvor dann auch einmal bei uns in der Heimat, in Chur. Das war im Übergang, da war noch etwas Covid-mäßig schwierig, in einen Kanton zu gehen. Dann waren wir in Luzern, wir waren in Zürich. Wir waren dann zwischenzeit im Sommer wieder im Kanton Graubünden, nämlich in Schkol, und waren dann noch danken allen Romanen, die natürlich die Botschafterinnen und Botschafter sind, die unsere Ausstellung auch überall stark unterstützen. Ich möchte der Lia Romancia, der Dachorganisation, herzlich danken, die die Substanz, den Inhalt der Ausstellung, die Sie sehen werden, geliefert hat. Ganz herzlichen Dank. Und dann natürlich dem Politforum hier in Bern, unseren Gastgebern, Herr Hupfer, Frau Schad, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Abend
hier sein dürfen in dieser wunderbaren Atmosphäre. Und natürlich ein großes Dankeschön der Berner Regierung, dir, liebe Evi, für die offenen Türen, die Motivation, die wir gespürt haben, uns zu unterstützen, dass wir heute hier sein dürfen. Und ich möchte dir ein Geschenk übergeben zuhanden der Berner Regierung. Und das geht auf die Situation zurück, dass wir Bündner jetzt nur während 2,5 Jahren den Vorsitz der Konferenz der Kantonsregierungen im Haus der Kantone, hier drüben, kennen Sie wahrscheinlich alle, innehaben dürfen. Und es war mir wichtig, dass wenn die Präsidentschaft zu Ende ist, dass wir die romanische Sprachkultur dort an der besten Wand so sichtbar machen, dass kein nachfolgender Präsident, das wird ein Aargauer sein, mehr diese Sichtbarkeit nimmt. Das heißt, wir haben einen Künstler gefunden, es ist Donat Gadov, der ein Kunstwerk erstellt hat mit diesem Auftrag. Und was hat er gemacht? Er hat eine Schweizer Karte genommen, eine Schulkarte, und hat sämtliche 2200 Namen von schweizerischen Gemeinden ins Romanische übersetzt. Nur etwa 100 gab es bisher auf Romanisch übersetzt. Das war eine tolle Arbeit, die er da gemacht hat. Und jetzt haben wir die Svizra Romancia auf einer Schulkarte dort hängen, mit Beton und mit Eisen so verschraubt, dass niemand mehr das wegnimmt und sonst fällt das Haus zusammen. Das heißt, die romanische Sprachkultur ist jetzt dort im Haus der Kantone fest verankert. Und jedes Mal, wenn ich ins Haus der Kantone komme, das ist doch meistens ein, zweimal pro Woche, dann steht jemand davor und sucht seinen Namen. Und eine solche Karte möchte ich dir überreichen, liebe Evi. Wir haben nämlich 50 Abzüge machen lassen, Originalabzüge, und vom Künstler signiert, und eine solche Liter möchte ich dir für die Gastfreundschaft und die große Unterstützung im Kanton Bern überreichen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich darf gleich Frau Regierungskollegin das Wort übergeben. Bitte, liebe Evi. Ja, vielen Dank. Lieber Regierungskollege, lieber Christian, werte Anwesende, das ist ein wunderbares Geschenk, das ich auch als Gemeindedirektorin dieses vielfältigen Kantons sehr gerne entgegennehme. Wir sind der Kanton mit den meisten Gemeinden, 338 Gemeinden zählt der Kanton Bern. Eine große Herausforderung, aber auch ein Reichtum, eine Vielfalt, die wir gerne pflegen. Und ich bin sehr gespannt auf die verschiedenen Gemeindenamen, die im Kanton Bern, aber vielleicht auch anderswo vorkommen. Ich heiße Sie namens der Berner Regierung herzlich willkommen hier im Politforum. Ich bin ja quasi Gast im eigenen Kanton. Und es freut mich sehr, dass die Wanderausstellung den Weg wieder nach Bern gefunden hat. Ich denke auch, dass das Politforum ein sehr guter Ort ist für diese Ausstellung, für den Inhalt dieser Ausstellung. Dank dem Rätoromanischen ist die Schweiz vielfältiger, interessanter und bunter. Diese Botschaft will die Ausstellung Romance in die Schweiz tragen. Und dass es hier im Politforum ist, wo die Ausstellung innehält für einen Moment und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, finde ich sehr passend. Etwa 100 Meter weiter oben, je nachdem, was oben und unten ist, steht das Bundeshaus. Und der Käfigturm trägt mit seiner Nähe, aber vor allem mit seinem Anspruch, Veranstaltungen durchzuführen, ein Ort der Begegnung zu sein, zur politischen Bildung bei, im Kanton Bern, in der Stadt Bern, aber auch in der ganzen Schweiz. Es ist ein idealer Ort, um der Bevölkerung und der Politik die Bedeutung der vierten Landessprache näher zu bringen und um Sichtbarkeit zu verschaffen. Ich habe ein bisschen geschmökert in der Ausstellung, nicht hier vor Ort, sondern dank der Digitalisierung konnte ich das am Computer machen und habe einen digitalen Blick in die Ausstellung bereits werfen können und habe einige spannende Fakten zur Kenntnis nehmen dürfen. Zum Beispiel, das habe ich nicht gewusst, dass wirklich über 1000 rätoromanisch Sprechende im Kanton Bern wohnen. Das ist, finde ich, eine große Diaspora. Allein in der Stadt Bern etwa ein Fünftel davon. Das sind Zahlen, die man in der Ausstellung findet, die interessant sind.
ob alle diese über 1000, es sind 1028 ganz konkret, ihre Rösti mit Tiffel, Truffel, Hartäpfel oder einfach Kartoffel machen. Das konnte ich nicht herausfinden, aber ich sah schon am Wort der Kartoffel die Vielfalt der verschiedenen Idiome. Das war mir schon bewusst, dass es verschiedene Idiome gibt, aber diese Vielfalt präsent zu haben und den direkten Vergleich zu haben in der Ausstellung über verschiedene Wörter, ist sehr spannend und gibt einen schönen Einblick in die Vielfalt der Mehrsprachigkeit in der Schweiz. Die Ausstellung wird aber ihrem Anspruch gerecht, trotz der Herausforderung dieser Vielfältigkeit, und lässt einen das Romanische mit seinen 5 Idiomen in seiner ganzen Vielfalt entdecken, erleben. Und an der Kartoffel lassen sich nicht nur die Unterschiede innerhalb des Romanischen erkennen. Wir haben ja auch den sogenannten Röstigraben, der quer durch unseren Kanton geht und die kulturelle und sprachliche Grenze markiert zwischen dem deutschsprachigen und dem französischsprachigen Teil der Schweiz. Und der Kanton Bern versteht sich deshalb auch als Brückenkanton mit seiner Zweisprachigkeit, sieht die Zweisprachigkeit als Herausforderung, aber auch als Chance an. Wir wollen eine Brücke sein zwischen der deutsch- und der französischsprachigen Schweiz und setzen uns immer wieder für das gegenseitige Verständnis und den Zusammenhalt ein und wollen diesen auch stärken. Die Vielfalt der Sprachen und der Kulturen in unserem Land ist einerseits eine Herausforderung. Sie verlangt von uns allen Offenheit, sie verlangt Toleranz, sie verlangt Respekt und Interesse. Sie ist aber eben auch eine Chance und ermöglicht uns, Diversität und Gemeinsamkeiten lustvoll zu entdecken und zu erleben. Das ermöglicht uns auch die Ausstellung. In diesem Sinne lade ich Sie herzlich ein, die Ausstellung zu besuchen, es weiter zu sagen, weiter zu tragen, andere zu motivieren und sich selber und vielleicht eben auch andere zu Brückenbauerin oder zum Brückenbauer zu machen zwischen den Sprachen und den Kulturen. Herzlichen Dank, merci beaucoup et grazie a Fitch. Ja, herzlichen Dank, Christian Rathgeb und Effi Allemann, auch von unserer Seite. Auch ich habe ein kleines Geschenk, nicht gerade eine Lithografie, aber unsere Aresteine. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke Ihnen, Sie sind essbar und sollen euch Bern ein bisschen versüßen. Ich probiere es auch noch, cordial en graziament. Herzlichen Dank für die, die Deutsch sprechen. Ich bin Hanna Schad, ich bin auch vom Politforum Bern und darf Sie nun zur Podiumsdiskussion zur Vier- und Vielsprachigkeit der Schweiz begrüßen. Seit September ist der Käfigturm neu auch als Demokratieturm eröffnet und dazu gehört auch eine Dauerinstallation. In dieser Dauerinstallation stellen wir der Demokratie 3 Fragen, und zwar und 3 Fragen, die wir für das Demokratieverständnis als grundlegend halten. Diese 3 Fragen sind: Wer ist beteiligt? Wie kommen Themen auf den Tisch? Und wie entscheiden wir gemeinsam? Dabei stellt sich auch die weiterführende Frage, wer sich in welcher Sprache beteiligt oder eben auch beteiligen kann. Denn die Sprachverteilung in der Schweiz entwickelt sich laufend. Und mit der kommenden Kulturbotschaft zum Beispiel hat der Bundesrat erstmals die Förderung des Rätoromanischen auch als Diaspora-Sprachen, also auch außerhalb des Kantons Graubünden, beschlossen. Und da stellen sich für uns die Fragen, was bedeutet das für das Rätoromanische, aber wo stehen andere Diaspora-Sprachen in der Schweiz?
und das bespricht heute das Podium. Und bevor ich Sophie Reinhardt das Wort übergebe, nur noch kurz. Ich glaube, wir haben leider immer noch technische Probleme mit dem Livestream. Eventuell wird die Veranstaltung auch im Nachhinein noch nachzusehen sein. Also Sie können das auf unserem YouTube-Kanal noch einmal sich anschauen, wenn Sie das interessiert, oder auch teilen für andere Interessierte, die das heute jetzt leider nicht sich anschauen können. Und ebenfalls ein bisschen traurige Nachricht, auf dem Podium fehlt jemand, Nicole Bandion. Sie ist Projektleiterin bei der Bildungsdirektion Zürich mit den Themen kultureller Austausch, ist leider nicht da, sie ist krank und lässt sich entschuldigen. Genau. Und jetzt freue ich mich auf das Podium und bin gespannt und übergebe Sophie Reinhardt der Moderation das Wort. Herzlichen Dank. Ja, wir haben es schon gehört, mit der neuen Kulturbotschaft hat die Schweiz erstmals die Förderung der rätoromanischen Sprache als Diasporasprache außerhalb des Graubündens beschlossen. Und ich möchte gerne heute diskutieren, was bedeutet es für die Sprecherinnen und Sprecher dieser Sprache und wie steht es eigentlich um die anderen vielen Sprachen, die in der Schweiz geredet werden. Wie fördern wir die Verständigung und wer wird überhaupt gehört in der Schweiz? Diesen Fragen möchte ich heute mit meinen Gästen besprechen. Herzlich willkommen von meiner Seite. Wie bereits schon gesagt, Nicole Bandion fehlt leider, aber ich freue mich auf meine zwei anderen Gäste heute. Das ist Gianna Gadonau, sie ist Lyrikerin und leitet bei der Lia Romancia, dem Dachverband der rätoromanischen Sprachverbände, den Bereich Kultur. Sie spricht als einzige von uns hier auf dem Podium fließend romanisch, das heißt in ihrem Fall Valada, das Idiom des Unterengadins. Herzlich willkommen. Ebenfalls hier ist Jasmin Waske. Sie hat das Studium der Literatur-, Sprach- und Politikwissenschaften absolviert und ist Redaktorin und Moderatorin der Tango-Sendung El Gato Calculista und war Moderatorin bei Interradional, einer interkulturellen Redaktion von Radio Rabe in Bern. Ja, es gibt drei Themenbereiche, in die ich etwas eintauchen möchte heute auf dem Podium mit Ihnen. Das ist einerseits natürlich das Romanische, aber ich möchte eben auch einfach über Diasporasprachen in der Schweiz und vielleicht auch die Sprache als ein Zuhause, als ein Daheim eingehen. Dieses Gespräch dauert in etwa eine Stunde. Danach möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, hier und allenfalls auch den Leuten zu Hause, die dann vielleicht dem Stream beiwohnen, Fragen oder ihre Meinung hier beizutragen, bevor es dann zum Apero geht. Ja, ich beginne mit dem Rätoromanischen und wenn ich persönlich als Bernerin daran denke, dann kommen mir verschneite Tage in Zurz in meiner Kindheit in den Sinn, herbstliche Wanderungen im Val Mistaje oder der Frühling in Bewe. Aber eigentlich ist das nur die halbe Wahrheit, denn das Zuhause der rätoromanischen Sprache ist heute nicht nur im Engadin, es ist in der ganzen Schweiz. Rund 2/3 aller Rätoromaninnen und Rätoromanen leben außerhalb der Bündner Täler. Es ist daher vielleicht nicht sonderlich verwunderlich, dass das Bundesamt für Kultur gesagt hat, wenn man diese Sprache fördern will, dann sollte das in der ganzen Schweiz sein. Frau Gadonau, warum ist dieser Entscheid des Bundesamts für Kultur ein guter Entscheid? Sie haben es eigentlich selbst schon gesagt, es ist eben wirklich nur ein Teil der Realität von uns romanisch Sprechenden, dass diese Sprache verbunden ist mit der Berggeografie sozusagen in Graubünden, sondern romanisch ist auch Zürich, ist auch Genf und Bern. Und ich denke jetzt, da diese Förderung möglich ist, weil sie verankert ist in der Kulturbotschaft, können wir jetzt diese Dinge angehen, die Sie, Herr Radgeb, erwähnt haben, die Sie, glaube ich, auch erwähnt haben, dass wir versuchen, wie können wir
ein romanisches Umfeld schaffen oder zum Teil oder zumindest ein teilweise romanisches Umfeld für Familien, die mit ihren Kindern romanisch sprechen und so ermöglichen, dass diese Menschen ihre Sprache überall leben können oder in ihrer Sprache leben können, ganz egal, wo sie wohnen. Ich habe mich in der Vorbereitung geguckt, wo kann man in der Stadt Bern romanisch lernen, und das ist also in der Migros-Club-Schule durchaus möglich. Erzählen Sie mir, oder wie muss ich mir das vorstellen? Was sind das für erwachsene Menschen, nehme ich an, die solche Kurse besuchen, und warum sollte man das aus Ihrer Sicht vielleicht unbedingt tun? Also warum man eine neue Sprache lernen soll, es gibt tausend gute Gründe, eine Sprache ist eine ganze Welt und man kann mehr, wie dieser Spruch von RTR, Radio Schweizer Television Romanche, das als Werbespruch genommen hat, «Cici sa romanche sa de plus». Es sind ganz verschiedene Menschen, die Romanisch lernen. Also wir haben wirklich in den letzten Jahren einen enormen Zuwachs auch gehabt an Kursteilnehmenden. Das sind natürlich, das ist vielleicht das Einfachste, Menschen, die in eine romanische Region ziehen oder in einen Job beginnen, in dem sie Romanisch oder einfach noch eine Landessprache sprechen müssen und das quasi verdonnert werden und dann das machen. Dann gibt es ganz viele einfach sprachinteressierte Menschen, die ich höre ganz oft, ich wollte schon immer mal Romanisch lernen und jetzt mache ich das endlich. Das sind so diese einfach sprachinteressierte Menschen, die einfach gerne Sprachen lernen. Dann natürlich der ganze familiäre Grund, dass wenn es Familien gibt, in denen eine Person Romanisch spricht, dass die anderen das dann auch lernen wollen. Sollen, müssen. Und wen habe ich noch vergessen? Es gibt auch wirklich so LinguistInnen-Freaks, die das einfach total spannend finden, ja, eine Sprache zu lernen. Sie sind ja bei der Lia Romancho vor allem für die Kultur zuständig. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja Ihr Ansatz, die Sprache eigentlich im Alltag zu fördern, indem das eben was geschaffen wird. Kultur zum Beispiel, Literatur, sagen Sie mir, oder wie verstehen Sie Ihr Verständnis in Ihrem Job, die Sprache zu fördern? Also einer meiner wichtigsten Grundsätze ist, dass wenn eine Künstlerin, ein Künstler irgendeine Kunst machen möchte, dass diese Person nicht sich vom Romanischen abweicht aus Angst, einen zu kleinen Markt zu erreichen oder zu wenig Zuhörerinnen zu finden. Und dann beschließt, nein, ich singe doch auf Englisch oder ich mache das Theater doch auf Deutsch. Sondern wie zu zeigen, Romanisch ist eine ganz normale Sprache, die ist vollständig wie jede Sprache. Und es ist möglich, wir sind ein Partner, der Kanton Graubünden ist ein Partner, wir sind da und unterstützen, wo es geht. Seien das Übersetzungen oder aber auch, ich habe oft zu tun mit Kulturorten, die mehrsprachig kommunizieren möchten oder auch einfach Projekten und nicht genau wissen, wie. Und dann aufgeben aus dem Grund, es ist zu teuer, es ist zu kompliziert, es dauert zu lange. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und auch Tiefen, wie man das dann bewerkstelligen kann. Es ist zum Beispiel meiner Meinung nach nicht nötig, Webseiten hundertprozentig zu übersetzen, sondern es gibt Wörter, die man auf Romanisch versteht, wie zum Beispiel Uhrzeiten oder Daten oder Orte. Und dann gibt es Dinge, wo es reicht, das auf Deutsch oder von mir aus Englisch zu schreiben. Ich finde, es soll wie eine Selbstverständlichkeit geben im Kulturschaffen, in der Sprache zu arbeiten und zu kommunizieren, in der man einfach möchte. Ja. Aber jetzt mit diesem Stempel von der Kulturbotschaft, vom Bundesrat persönlich, fühlen Sie sich nicht auch sogar vielleicht etwas verpflichtet, diese Sprache ja, zu fördern oder zu leben? Oder ist es nur innere... Ich weiß nicht, ob ich dafür, für wie viele KünstlerInnen ich jetzt da sprechen kann. Ich denke, es ist...
wie soll ich sagen, das ist jetzt all die Menschen, die hier sind, die ich kenne und ein bisschen weiß, wo sie hingehören, ist das vielleicht ein bisschen heikel, aber es gibt schon ein bisschen zum Teil diese Haltung oder dieses Verpflichtungsgefühl, dass wenn man romanisch sprechend ist und Kultur macht, dass man dann doch auch einen sprachförderischen, eine Mission hat, ein bisschen. Ich finde das aber eher, jetzt für das Kunstschaffen, eher manchmal auch hindernd. Also wir haben in der Liromanche ein kleines Vergabungswesen, also Beitragswesen, wo wir Kulturprojekte mit kleinen finanziellen Beiträgen unterstützen. Und dann kommt manchmal wirklich im Gesuch als Grund, warum jemand Geld möchte für ein Kulturprojekt, weil das meine Muttersprache ist. Und das ist jetzt für mich persönlich kein Grund. Jeder Mensch hat eine Muttersprache, hoffentlich. Und dass es das nicht, oder dass ich ein Projekt verbiegen muss oder denkt zu müssen, so und so viele Wörter in ein romanisches Theaterstück einfließen lassen will, damit es noch 1000 Franken von uns gibt. Das denke ich ist der falsche, das ist künstlich. Ich glaube, es ist wichtig, in der Kulturförderung ganz allgemein zu fördern, das zu fördern, was da ist und herauszufinden, was möchte die Künstlerin, was möchte der Künstler tun, in welcher Sprache und dem dann nicht im Weg stehen, sondern zu fördern. Also ja, die Antwort ist ja, ich glaube, das gibt es. Aber unabhängig jetzt davon, ob das in der ganzen Schweiz möglich ist oder einfach in Graubünden. Und jetzt sprechen Sie aber auch von Ihrem Beruf, aber wie ist es in Ihrem Privatleben, vielleicht auch als Familienmensch? Sie haben auch einen Sohn. Wie sind Sie da engagiert, dieses Wissen weiterzugeben oder diese Sprache? Ja, vielleicht ist schon der Grund, dass ich Berufsromanin bin, mit ein Grund, warum ich versuche, so diszipliniert wie möglich mit meinem Sohn Romanisch zu sprechen. Mein Mann ist Deutscher und ihn zwinge ich nicht, Romanisch zu lernen. Ich sage, wenn er Lust hat, das zu lernen, dann ist das schön und sonst sprechen wir Deutsch. Und jetzt als Autorin, Lyrikerin, da muss ich sagen, da hat es mich auch ein bisschen Überwindung gekostet, auch im Gespräch mit meiner Verlegerin zu sagen, ich möchte in zwei Sprachen veröffentlichen. Oder ich schreibe zum Teil auch Prosa und Kurzgeschichten wurden auf Deutsch veröffentlicht, dass das wie okay ist. Das nicht nur, das war auch in mir ein bisschen ein Konflikt. Ich kann doch jetzt nicht Deutsch schreiben, weil ich doch erstens Romanisch kann und zweitens bei der Liromanche arbeite und dann auch in der Kulturförderung. Aber es ist nun mal für uns, für viele von uns eine Realität, dass wir in mehreren Sprachen leben. Und dann ich denke, die Lösung für viele solcher Verspanntheiten ist einfach, ja, eben das als Selbstverständlichkeit zu nehmen. Die Romanisch ist eine Selbstverständlichkeit, die Mehrsprachigkeit ist eine Selbstverständlichkeit und versuchen das so entspannt und aber auch konsequent zu leben. Mhm. Frau Vasquez, Sie leben auch sehr vielsprachig. Bei dem Radio Rabe, bei dem Sie arbeiten, werden ganz viele Sprachen gesprochen und gesendet. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, mit dem Rätoromanischen haben Sie keine Berührung. Nein, leider nein. Also ich selber nicht und das Radio, in dem ich sende, das Radio Rabe, hat zwar viele Sprachen präsent und viele, viele Sendungen in verschiedenen Sprachen, aber leider noch keine Sendung auf Rätoromanisch. Also ich gucke mal ins Publikum, vielleicht hat jemand auch Lust, eine Sendung auf Rätoromanisch zu machen. Das ist bei uns möglich, weil wir ein Gemeinschaftsradio sind. Romanisch bekommt ja eine sehr große Plattform, wird auch gefördert von der Schweiz. Jeden Tag gibt es Beiträge im Radio und im Fernsehen auf Rätoromanisch. Träumen Sie, dass auch andere Sprachen eine solche Plattform in der Schweiz kriegen? Also ich glaube, es wäre schön, wenn es mehr Plattformen gäbe, die offen sind für verschiedenste Sprachen und nicht nur für die Nationalsprachen natürlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Traum ist von mir, dass zum Beispiel meine Muttersprache Spanisch jetzt eine größere Plattform im Schweizer Fernsehen hätte. Weiß ich nicht. Wäre schön, wäre toll. Fünfte Nationalsprache, unbedingt. Aber, ja. Aber die Realität ist nicht unbedingt so. Und dann, glaube ich, müssen wir, die
die in diesen Sprachen sprechen, uns diese Plattformen suchen oder selber schaffen oder die Wege finden, wie wir uns ausdrücken können und wie wir in unseren Sprachen kreieren können und etwas schaffen können. Ja, das würde ich gerne in einem späteren Zeitpunkt noch ein bisschen dieses Thema gerade vertiefen. Nochmal zum Romanaisch zurück. Der Bundesrat hat gestern seinen neuen Instagram-Account eröffnet. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Und was ist passiert? Ja, der ist auf Deutsch, auf Französisch, auf Italienisch, auf Englisch. Aber welche Sprache hat gefehlt? Das Romanische. Es ging nicht lang und auf Social Media wurden schon die ersten unfreundlichen Voten dazu geäußert. Und man muss sagen, der Bundesrat hat sofort reagiert, was ja auch schon was ist. Fühlen Sie das auch, dass manchmal das Romanische einfach ein bisschen vergessen geht, weil es keine Amtssprache ist? Genau, also es ist ja eine Teilamtssprache, wäre, also ist es, nicht wäre es. Doch, natürlich, ich weiß es nicht genau, was das Problem ist. In dem Sinne, es ist wirklich verwunderlich, weil der Bund sich dann auch wieder brüstet mit dieser Viersprachigkeit und Vielsprachigkeit. Und dann geht die quasi, das schweizerische Urjuwel geht vergessen. Also das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint. Und ja, also wir erleben das oft, auch dass in gerade... Also du korrigierst mich, oder jetzt, wenn ich hier an Schmarren erzähle, aber dass oft wirklich von Bundesseite her so dieses Bild wieder gezeigt wird oder wie dann auch zementiert wird in kleinen und in größeren Sachen von der dreisprachigen Schweiz und dann eben noch mit Englisch für die 5., 6., 7. Landessprachen. Und das ist schon, gilt da auch da meiner Meinung nach ein Gleichgewicht zu finden. Es ist eine Teilamtssprache, das bedeutet, dass Romaninnen und Romanen mit dem Bund auf Romanisch kommunizieren können und eine romanische Antwort bekommen, aber dass nicht alles vom Bund her auf Romanisch sein muss. Aber so etwas wie ein Instagram-Account, das ist natürlich total absurd. Da könnte man das ganz selbstverständlich zeigen. Ja, was soll ich sagen? Wir haben jede Woche mit solchen Fällen zu tun, jetzt nicht nur der Bund natürlich, aber auch einfach Stellen, wo wir denken sollten, das ist doch selbstverständlich, dass die romanische Sprache da ist und fehlt, ja. Ja, und da braucht es wahrscheinlich auch Leute, die weiterhin darauf aufmerksam machen. Etwas weiteres, was ich Sie fragen wollte, ist, es gab eine Befragung im Auftrag des Bundesrates und da kam gerade raus, dass eben Jugendliche, die in den Städten Zürich, Basel, Genf leben und romanische Eltern haben, wenn ihr Umfeld nicht in der romanischen Sprache ist, finden Sie es schwierig, die Sprache zu lernen. Was haben Sie für Tipps oder Ideen, wie man diese jungen Menschen begeistern könnte, verteilt in der Schweiz, um sich vermehrt dieser Sprache und Kultur annähern zu können? Das ist eine große Frage, die auch im Zentrum steht, auch von unserer Tätigkeit. Ich denke, es ist sowieso nicht einfach, jugendliche Menschen für so etwas zu begeistern, wenn es nicht einfach sowieso in einem Alltag drin ist und jeden Tag man Lust hat und konfrontiert ist mit irgendwelchen, sich mit irgendetwas zu beschäftigen. Ich denke, eine Sprache, die dann vielleicht eben lernen bedeutet und lesen und zuhören bedeutet, das ist nicht ganz naheliegend. Also ich denke jetzt auch an Bücher und an in diesem Alter verliert der Buchmarkt das Publikum oder muss dann eben auf ganz spezifische Themen gehen, Fantasy und ganz verschiedene, wie zurechtgeschnittene Themen, um die Jugendlichen beim Lesen zu halten. Und Bücher sind natürlich für uns auch, das ist natürlich ein Tipp, aber das ist nicht unbedingt ein guter Tipp. Ich denke, also natürlich, meine Antwort ist da auch schon auch die Kultur, die Musik. Es gibt mittlerweile lustige Serien auf Romanisch und ich hoffe, dass es jetzt möglich ist, Bildungsangebote zu schaffen, dass es präsenter wird, die Sprache. Frau Weslanske, Sie setzen sich auch
auseinander mit verschiedenen Sprachen und auch mit Leuten, die ihre Kinder begeistern wollen, eine Sprache zu lernen, die vielleicht hier nicht gesprochen wird von einer Mehrheit der Bevölkerung. Haben Sie einen Tipp an die Romanen, wie Sie Ihre jungen Menschen begeistern können? Ich glaube, Sie sind da total auf dem guten Weg. Es ist, eine Sprache ist auch intuitiv, oder? Also wenn wir etwas lesen, dann haben wir die Barriere der Schrift. Und wenn wir etwas hören oder sehen, dann ist es viel eingängiger. Also genau, Serien, Musik, eine Gemeinschaft schaffen auch, oder? Ich weiß nicht, ob man jetzt direkt die Jugendlichen ansprechen will mit irgendwas. Also wenn sie sich dann für ein Thema interessieren und das ist dann in einer Sprache da zur Verfügung, dann ist es viel intuitiver, dann funktioniert es auch. Wenn man einen Workshop gibt zu, keine Ahnung, für Jugendliche ein Musizier-Workshop oder irgendwie literarischer Workshop und der findet auf Romanisch statt, dann ist das eine Realität, oder? Ich glaube, eben von der Selbstverständlichkeit ausgehend verschiedenster Themen und nicht, dass die Sprache das Thema ist, sondern es passiert halt einfach auch. Ja, Sie haben ein interessantes Wort benutzt von Gemeinschaften schaffen. Ich denke, darum geht es, dass es wie, dass man diese Menschen, also das ist das, was wir jetzt versuchen in diesen Städten, Luzern und St. Gallen, dass wir versuchen, Gruppen zu finden. Es sind dann natürlich vielleicht am Anfang eher Eltern, und mit vielleicht jüngeren Kindern, weil es eben schwierig ist, die Jugendlichen in so Vereinstätigkeiten mit einzubinden. Und dann wie eine, vielleicht eben klein anfangen und immer größer werden, dass es eine kleine Welt gibt, die halt dann auf Romanisch stattfindet. Und natürlich bei den kleineren Kindern über die Eltern, einfach auch die Eltern ermutigen, Romanisch zu sprechen und nicht zu wechseln. Also ich sage mir das auch jeden Tag selber. Ich wohne in Chur, das ist auch eine deutsche Stadt. Ja, schreiben Sie sich das an den Kühlschrank oder wie machen Sie das? Nein, mein deutscher Mann sagt es mir regelmäßig. Ja, ich glaube auch, so funktioniert es einfach organisch und natürlicher, wenn Menschen zusammenkommen und etwas machen, was sie gerne machen. Und das passiert dann auf Rätoromanisch zum Beispiel. Eben, dann gibt es Interessen, die im Vordergrund stehen und daraus entsteht auch was. Ja, eine weitere Überlegung ist vielleicht, wir haben jetzt das Zusammenkommen, das kann man sich gut vorstellen, aber dass auch die Digitalisierung da irgendwelche Lösungen bereithält, wo man sich wieder näher kommen kann, obwohl man halt nicht am selben Ort wohnt. Auf jeden Fall. Also ich denke, diese Dinge wie zum Beispiel Romanisch lernen oder die Programme, die zu tun haben mit Sprachanwendung, Korrektur und Übersetzung und so weiter, wo wir daran arbeiten, ich denke, das sind alles wie Instrumente, die dann diese Dinge erleichtern. Ich glaube nicht, dass die, also Digitalisierung ist ein riesiges Wort und ich glaube, wir verstehen alle ein bisschen etwas anderes darunter, aber an die paar Sachen, an die ich jetzt denke, für mich sind das dann eher Vehikel und Instrumente, die das erleichtern, was wir jetzt besprochen haben, dass einfach das in der Sprache leben. Ich glaube, ohne das geht es nicht, egal wie gut egal wie digital wir verbunden sind. Und Zum Thema in der Sprache lernen würde ich gerne ein bisschen mehr auf die Diasporasprachen in der Schweiz zu sprechen kommen. Wenn man unterwegs ist, zum Beispiel im Zug, dann wird einem eigentlich sehr schnell klar, dass in der Schweiz deutlich mehr Sprachen gesprochen werden als jene, die von der offiziellen Schweiz als Landessprachen anerkannt werden. Durch Einwanderung sind in den vergangenen Jahrzehnten viele weitere Sprachen ins Land gekommen und all diese nicht-nationalen Sprachen zusammen werden heute natürlich von mehr Menschen gesprochen als Italienisch und Rätoromanisch zusammen. Die häufigsten Nicht-Landessprachen sind Englisch und Portugiesisch und aufs Portugiesisch würde ich gerne nachher mit Ihnen noch zu sprechen kommen. Aber Frau Vasquez, die Schweiz brüstet sich ja immer wieder gerne mit dieser Mehrsprachigkeit. Was denken Sie, werden denn auch die Menschen in diesem Land gehört, die eben eine andere Sprache sprechen? Eine schwierige Frage, je nachdem, aus welcher Perspektive wir das jetzt betrachten. Ja, wenn Sie eine der Landessprachen sprechen, dann werden Sie manchmal gehört, aber im anderen Fall sehr oft nicht.
Ja, was soll ich sagen? Dann würden Sie aber schon sagen, wir machen zu wenig, um diese Mehrsprachigkeit von Menschen zu fördern. Oder man könnte bestimmt mehr machen. Also die Realität ist eine vielsprachige Realität in der Schweiz und auf der Welt. Aber hier finde ich es sehr besonders, weil die Schweiz ein Aufnahmeland ist oder, und es viel Migration gibt und dadurch auch viele Sprachen da präsent sind. Aber es gibt auch eben Hürden, dann diese Sprachen anzuwenden, also in diesen Sprachen zu leben, nicht nur in der Familie, sondern auch etwas zu schaffen in dieser Sprache. Wenn wir von Kunst sprechen, wenn ich ein Projekt einreichen will in Bern, muss ich das auf Deutsch machen oder auf Französisch oder auf Englisch und schriftlich. Jetzt gibt es langsam Bewegungen und Projekteingaben, die man auch aufnehmen kann, also ein Audio schicken kann, ein Video in irgendeiner anderen Sprache. Und die Erklärungen dazu sind auch in anderen Sprachen. Also es gibt schon Möglichkeiten in einigen Sparten so langsam, aber noch lange, ja, man könnte natürlich viel mehr tun. Also in unserem Radio, eben im Rabe, wir sind ein Gemeinschaftsradio und da ist das Motto eigentlich, die Objekte der Berichterstattung werden zu den Subjekten der Berichterstattung. Das heißt also, die Leute, über die man in den staatlich geförderten Medien spricht, die kommen dann zu Wort. Also die kriegen das Mikrofon und sie können sprechen, egal ob sie einen Akzent haben oder in welcher Sprache sie sprechen, aber sie können ihre Themen dann präsentieren. Und so werden auch Gemeinschaften geschaffen in ihren Sprachen, aber auch sprechen zu den anderen Leuten, die ihre Sprache nicht verstehen. Also es gibt dann eine Interkonnexion und das ist das Wichtige bei uns im Gemeinschaftsradio. Und ich glaube, es gibt verschiedene Orte, die die Plattformen bieten. Man muss die einfach finden. Und was die Schweiz machen könnte, ja, ich glaube, es gibt viele Ideen und man müsste wahrscheinlich so einen Think Tank aufstellen und mehr anregen, dass diese Sprachen auch zu Wort kommen. Aber dafür muss das Interesse da sein. Aber Sie selber sind ja auch selbst aktiv geworden und haben eine Tango-Sendung oder machen eine Tango-Sendung. Was macht das mit Ihnen, dass Sie diese Sendung machen können in Spanisch, dass die dann halt gehört werden kann von ganz vielen Leuten? Was bedeutet Ihnen das? Viel. Natürlich bedeutet mir das viel, weil ich in meiner Sprache sprechen kann, weil ich meine Gedanken in meinen Worten ausdrücken kann. Und jede Sprache ist auch eine ganze Welt, oder? Also ich sage das nicht einfach so, zum Beispiel in der Maya-Sprache in Mexiko, um Finger zu sagen, sagen sie, das ist der Sohn oder das Kind der Hand, oder? Das ist eine ganz andere Perspektive auf einen Finger, als wenn man einfach Finger sagt. Und das tragen die Sprachen auch mit. Also wenn ich mich in meiner Sprache ausdrücken kann, dann fühle ich mich natürlich anders, als wenn ich... Aber ich bin vielleicht auch nicht ein gutes Beispiel, weil ich fühle mich sehr wohl in verschiedenen Sprachen. Und meine Sendung ist halt auf Spanisch, aber auch auf Berndeutsch und Deutsch. Und ich mag sehr gerne Sprachen und ich switche auch gerne. Ich fließe da und versuche, meine Ideen in Worte zu packen irgendwie. Aber ich verstehe sehr gut, wenn eine Person nicht diesen Zugang zu anderen Sprachen hat, dass diese Person einen Ort hat, einen Raum hat, nicht nur den familiären Raum, sondern einen breiteren Raum, wo man auch zu anderen Menschen sprechen kann, so wie man sonst im Kopf denkt, ist das natürlich toll. Also ja, man spricht, man wird gehört. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Schafft Brücken auch. Ja, Sie haben gesagt, Sie sind vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, weil Sie sich in vielen Sprachen zu Hause fühlen, aber ich glaube, es geht durchaus vielen Menschen in der Schweiz so, dass sie halt mehrsprachig sind. Und die Frage ist schon, die ich auch gerne in den Raum stellen will, also warum fördert denn jetzt der Bund nicht auch andere Sprachen, wie zum Beispiel Tamilisch, Albanisch, Serbisch, weil für ganz viele Leute ist diese Sprache ja wichtig. Ich weiß nicht, ob wir da die richtigen Personen sind, das zu fragen.
Ich, also wir sind jetzt auch, das ist vielleicht nicht, vielleicht komme ich irgendwann zu einer Antwort oder Sie. Mir sind jetzt auch verschiedene Sachen in den Sinn gekommen, als Sie gesprochen haben. Die Förderung von Sprache, oder ich kenne mich am besten in der Kulturförderung aus, das ist ja eine Top-Down-Sache. Mhm. Also man lenkt mit einer Förderung auch gewisse Dinge, die dann möglicher werden als andere. Und diese Gemeinschaften bilden oder eine Aktivität, die ein Gemeinschaftsradio machen kann, das ist dann bottom-up. Genau. Und ich denke, es ist wichtig, in ganz vielen Dingen ist mir in den Sinn gekommen, eben bei Kulturinstitutionen zum Beispiel, wer ist das Publikum? Wer geht überhaupt ins Theater, egal in welcher Sprache? Das sind zum Teil Gruppen, eine Bevölkerung, die auch wenn es ein Angebot gäbe in einer Kulturinstitution, wo sie einfach nicht gewöhnt sind, dahin zu gehen. Und es beginnt ein bisschen überall diese Durchlässigkeit der Gesellschaft. Wer hat Zugang zu was oder hätte Zugang zu was und nutzt das dann auch? Und deshalb denke ich, aber ich eben, das ist eine riesige Frage, ich denke, es gibt ganz viele Punkte, wo ein Bund oder eine Kulturförderung jetzt aus meiner Sicht ansetzen kann, das durchlässiger zu machen. Mhm. Aber dieses Schlagwort der Teilhabe, das ist wirklich nicht so einfach. Es ist nicht, wir sehen das im Theater Kur im Moment mit einer relativ neuen Leitung, der tolle Programme macht, anders als vorher. Also es ist jetzt alles ein bisschen vielleicht oberflächlich gesagt, es ist sicher noch viel feingliedriger, aber einfach als Beispiel, es gibt Stücke, die queere Menschen, die People of Color ansprechen, die in anderen Sprachen mit Übertitel stattfinden, aber das Publikum ist noch nicht da. Das muss erst noch merken, dass die Türen offen sind. So. Und jetzt, wie kommt man dazu? Das sind Prozesse, die eben dann auch bottom-up stattfinden müssen und die beginnen dann in den Gemeinschaften, glaube ich. Aber dann müssen die Gemeinschaften auch angesprochen werden, vielleicht auch bei der Hand genommen werden, genau. Und sagen, hey, das gibt's, kommt doch. Also wenn dann eine ganze Schulklasse irgendwo hingeht, obwohl sie, ich weiß nicht, jetzt findet ein Theaterstück statt auf Arabisch, also es fand vor kurzem Gilgamesch statt auf Arabisch hier in Bern und mit Übertiteln, und dann, wenn man zu der arabisch sprechenden Gemeinschaft geht und sagt, hey, kommt alle, Kinder, Eltern, dann kommen die auch und lernen dann einen anderen Teil der Realität kennen in der gleichen Stadt, oder? Ja, genau. Ich glaube, als Bund oder eben als fördernde Institution ist es wichtig, das einfach zu versuchen und zu tun und auch nicht so schnell aufzugeben. Mhm. Ich glaube, diese Dinge brauchen Zeit. Förderung ist eine unsichtbare Sache, die Konditionen braucht, meiner Meinung nach. Ja, auf etwas, was Sie auch aufmerksam geworden sind bei der Lia Romancia, sind die Portugiesen. Das ist schon über 10 Jahre her. Dass das romanisch unter Druck ist, hat verschiedene Gründe. Die Leute wandern aus, aber wandern auch wieder ein. Leute, die nicht der romanischen Sprache, die nicht sprechen, aber bei den Leuten aus Portugal hat man gemerkt, dass die eine Affinität, eine Nähe zur Sprache haben, dass die das Romanisch schnell verstehen, und die Lia Romancia hat darum extra Kurse für portugiesische Menschen gemacht. Erzählen Sie uns, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht mit diesen Menschen? Ja, sehr gute. Das war ein Programm, eben das ist einige Jahre her, das nannte sich Piri Piri nach dem portugiesischen Gewürz, und im Engadin haben wir, also es ist vor allem im Engadin, soviel ich weiß, ja, und da gibt es eine große portugiesische Community. Ich denke, das ist ganz normal, das sind wie französisch sprechende ausländische Menschen, kommen eher in die französische Schweiz und so weiter, und das Portugiesisch und wir haben dann wie gemerkt, und die Schulen, die Lia Romancia dann irgendwann und die Gemeinden einfach, dass diese Menschen sehr schnell und sehr gut Romanisch lernen. Und das ist das, wie, dass man dem wie etwas entgegen, also wie so auch die Eltern, die dann vielleicht weniger, die Kinder gehen in die Schule und lernen das natürlich sehr schnell, dass es da Angebote gibt,
um das wie zu festigen und vielleicht auch der schriftliche Sprachgebrauch zu festigen und so weiter, damit man sich einfach gerade im Unterengadin, wo das Leben auf Romanisch stattfindet, sei das die öffentliche Verwaltung, sei das die Schulen, Kirche, das findet auf Romanisch statt. Und das sind sehr gute Erfahrungen. Es gibt hingegen natürlich auch die andere Seite. Also ich habe jetzt in einem anderen Projekt mit einer Gemeinde zu tun, die im Oberengadin an der Sprachgrenze eher ist und die dann sieht, dass es genau, das ist eine romanische Gemeinde, die ist verpflichtet, eine romanische Schule zu führen. Und die portugiesischen Kinder lernen sehr schnell Romanisch, haben am Anfang einfach Romanisch und wenn das Deutsch dazukommt, werden sie zu schlechten Schülern. Und jetzt müsste die romanische Gemeinde anfangen, Deutsch zu fördern. Und das dürfen sie eigentlich nicht, aber natürlich kann man diese Kinder jetzt auch nicht im Stich lassen, wenn sie vorhin Erfolgserlebnisse hatten. Und jetzt, ja, also ich bin nicht Spezialistin in Bildungsfragen, aber ich sehe, das sind jede Gemeinde und jede Gemeinschaft hat da eine andere Situation. Und ich hoffe, dass es möglich ist, jetzt wie maßgeschneiderte Lösungen zu finden. Mhm. Aber die portugiesische Gemeinschaft ist wirklich präsent und wir versuchen jetzt auch, es kommt jetzt gerade in den Sinn, es gibt ein relativ neues Literaturfestival im Engadin, ein romanisches, in Niles. Und das hat sich jetzt zum Thema gemacht für die nächste Ausgabe im März, wirklich das Thema ist Neolatin. Und es geht darum, dass wirklich Menschen portugiesischer, spanischer, italienischer Muttersprache sich verbinden mit der Literaturszene, mit der romanischen, weil wir gehören eigentlich zusammen. Wir leben alle in diesem Raum und sprechen Sprachen, die verwandt sind. Und warum immer sich zur Deutschschweiz hin orientieren und nach Solothurn wollen. Wir können auch ein Festival Neolatin machen und haben da genauso einen Reichtum. Ja, mir ist aufgefallen, es gibt sehr viel Kultur, die entsteht auf Romanisch. Musik, Literatur, Lyrik. Wenn man so eine kleine Sprachgemeinschaft ist, fördert das? Muss man sich dann nochmal aufbäumen, wenn man bedroht ist vom Sprachuntergang, etwas übertrieben? Da gibt es verschiedene Antworten. Ganz, ganz schöne, dann etwas zynische. Also ich glaube, vielleicht fällt es einfach auch auf, weil im Verhältnis zu den Sprecherinnen und Sprechern sind es vielleicht viele Kulturschaffende, die sichtbar sind. Diese Sichtbarkeit hat auch zu tun mit der Tatsache, dass wir wenige sind. Als romanische Kulturschaffende bekommt man schnell auch mediale Aufmerksamkeit. Das ist gut und schlecht, was eine Karriere einer Künstlerin, eines Künstlers angeht. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Und dann ist es aber halt auch ein Ort, die ganze Kulturszene ist ein Ort, wo es so schön und einfach ist, diese Sprache zu leben. Es gibt wie nicht in der Kunst, ich denke, die Literatur vielleicht ausgenommen, das ist, hat nicht den Anspruch, Information, also direkte Information zu vermitteln, sondern es geht auch immer auch noch etwas um etwas anderes. Ja, und es ist vielleicht auch ein sogar Material, also die Sprache wird dann zum Material, in einer kleinen Sprache, das Material ist vielleicht dann etwas Besonderes oder etwas ein bisschen Besondereres als eine große Sprache. Das hat aber auch Vor- und Nachteile. Ich bin da wirklich nicht so. Mein Ohr ist irgendwie. Ich erlebe zum Beispiel in der Literaturszene oft, dass dann nicht über den Text gesprochen wird, sondern über die Sprache. Und das ist dann auch nicht immer so spannend. Also geht die Diskussion, wenn es eine Lyriklesung ist, um die Idiome und um die Sprache Romansch Grijun. Dann ist der Text ist gar nicht mehr so wichtig. Ja, weil das für uns halt eine Exotik immer noch hat. Mhm. Ja, natürlich. Es musste entspektakulisiert werden. Oh, und dafür braucht es einfach eine Gewöhnung daran, dass es einfach Normalität wird. Und dafür müssten wir zum Beispiel in Bern in den Schulen vielleicht auch Rätoromanisch in den Schulen angeboten kriegen, oder? Also einfach
ja, warum nicht? Und in anderen Kantonen auch, ist ja auch eine Schweizer Sprache. Ja. Ja. Frau Allemann ist, glaube ich, nicht mehr da. Wir werden es dem Regierungsrat sonst ja, und noch etwas, Entschuldigung, was Sie gesagt haben, eben über diese Offenheit gegenüber der portugiesischen Community und dem gegenüber dann etwas zu schaffen, das hat auch damit zu tun, die Augen nicht zu verschließen vor der Realität, oder? Also und da etwas Positives daraus kreieren zu wollen. Und manchmal habe ich hier das Gefühl, dass eben mit anderen Diaspora-Sprachen das nicht unbedingt passiert oder nur im Kleinen, eben bottom-up, auch wegen des Integrationsdiskurses, wegen einer falsch verstandenen Integration. Und das verschließt manchmal Türen auch dem Hin und Her, oder es ist nur einseitig. Und dann, ja, das ist natürlich ein sehr großes Thema. Mhm. Aber eben auch diese Offenheit bewahren vor den anderen. Ich glaube, das ist bei der Förderung natürlich auch wichtig. Einfach das nicht ist auch bei Ihrem Radio so, oder? Da gibt es beides. Das ist nicht entweder oder. Ja, das ist so, ja. Aber wie gesagt, eben wir fördern auf unserer Plattform und streuen. Wir sind ein Medium und wir fördern auch Menschen, indem wir ihnen eine Plattform bieten. Aber es ist nicht dieselbe Förderung, wie sie jetzt von Kulturinstitutionen gegeben werden könnte. Ja, aber was bedeutet es denn, Sie geben auch Kurse, Radiokurse, was bedeutet es diesen Leuten, die Sie erleben, dass Sie sagen, wir sind offen für Sie, machen Sie eine Radiosendung auf Albanisch, Türkisch? Ja. Es sind ja nicht nur Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen. Es sind auch Menschen, die in der Gesellschaft auf verschiedenen Schichten sind, also sowohl akzeptierte Menschen wie auch Leute, die sehr gerne wegradiert werden oder zum Beispiel minderjährige, unbegleitete Asylsuchende, die eine Sendung machen können und die kriegen dann ein Mikrofon in die Hand und dürfen das sagen, was sie sagen wollen und was sie auf dem Herzen haben. Die sind natürlich wahnsinnig dankbar. Und auch Menschen, die andere Sprachen sprechen, die vielleicht in ihren Ländern eine Wahnsinnsausbildung gemacht haben und hier nicht anerkannt werden. Und dann kriegen sie aber eine Plattform, wo sie über Sachen sprechen können, die ihr Heimatland betreffen oder die Gemeinschaft betreffen, die ihre Sprache spricht. Da sind sie natürlich wahnsinnig dankbar und geben alles da rein, obwohl sie halt unbezahlte Journalistinnen und Journalistinnen sind schlussendlich. Aber sie nehmen das wahr als ihr Raum und der Raum, den sie beleben wollen. Und sowas, ja, das kann man gar nicht bezahlen. Also. Frau Kadenau, Sie kennen ja die Sprache im Exil auch. Sie sind zwar in, ich glaube, Squall aufgewachsen, aber sind dann nach Genf, ich glaube, zum Studieren. Was hat das, oder wie hat das Ihren Blick auf die Sprache geändert? Oh. Das ist auch gar nicht eine so einfache Frage. Also ganz persönlich, ich antworte dann immer eher auf die, was Sie gesagt haben. Es nur zu sind ja, vielleicht geht es schon in die Richtung Ihrer Frage. Ich glaube, was auch Sie gesagt haben, das ist ja erstaunlich. Also was mir gerade in den Sinn gekommen ist, da gibt es schon irgendwo etwas, was gemeinsam ist, obwohl das natürlich die absolut gegensätzliche Situation ist, eine Landessprache und eine Sprache eines unbegleiteten Asylbewerbers, eines Minderjährigen. Das ist ja wie ein Gegensatz, aber es geht letztendlich ja darum, um die Augen offen zu halten und zu sehen, wer sind wir und wer ist unsere Community, wer lebt in der Schweiz und wer hört Radio, wer macht Radio und wer ist die romanische Sprachgemeinschaft, die ja wirklich die romanische Sprachbewegung wurde getragen und vorangestoßen von, sagen wir, Literaten, Intellektuellen, Lehrern und Pfarrern am Anfang. Und die Sprache wurde als Nationalsprache angenommen in der Atmosphäre der geistigen Landesverteidigung, also als in einer
ein ausschließendes Moment auch. Wir sind Schweizer, wir sind nicht, das sind wir auch. Und ich glaube, mir ist vielleicht bewusst geworden, wer wir alles hier sind in der Schweiz. Also es ist wichtig für mich zu sagen, auch ich bin Romanin und viele Freundinnen und Freunde sprechen Romanisch und wir sind alle, wir gehören alle dazu. Das will ich sagen. Ich habe manchmal das erlebt in meiner Biografie, dass ich wie beweisen musste, dass ich Engadinerin bin, natürlich auch wegen meiner Hautfarbe und dass ich wie für mich auch dieses Selbstverständnis finden musste, ich bin Engadinerin, meine Muttersprachen sind Romanisch und Deutsch. Es ist nicht mehr das wehrhafte Bergvolk, was ich mir eher jetzt als weiß und männlich und cis vorstelle, sondern es verändert sich und wir sind, wie wir sind, ganz egal, wo wir sind. Also wir sind unsere, also ich habe jetzt nicht, deswegen ist es so schwierig, wirklich ganz direkt zu antworten, ich habe jetzt, glaube ich, kaum Romanisch gesprochen in Genf. Ich habe da dann Französisch und Englisch gesprochen. Es war später dann, als wir in Winterthur gelebt haben und dann auch eine Familie gegründet haben und ich eigentlich mir überlegt habe, ich will mit meinem Sohn Romanisch sprechen und ich bin aber die Einzige in seinem Umfeld, da hat sich der Blick natürlich dann schon geschärft. Was bedeutet das jetzt? Es ist schade, dass Romanisch einfach nur die Sprache ist, die Mama spricht und sonst niemand in unserer Umgebung, weil die Kita, da nimmt man ja doch, dann doch die Kita, die am nächsten ist und nicht nach Zürich, wo es eine romanische Spielgruppe gab. Das ist einfach nicht möglich gewesen in unserem Alltag. Und deswegen habe ich jedes Bilderbuch und jedes Buch mir geholt aus meiner Kindheit und genau, was verlegt wird und so. Ich glaube, dieses Gefühl, diese Realität, nicht in der Mehrheit zu sein, sei das egal wie, sei das in einer Sprache oder in einer einem Gesellschaftsteil. Ich glaube, letztendlich persönlich, also meine ganz persönliche Antwort ist, dass jede und jeder muss einen Weg finden, sich diese Räume zu nehmen. Es bedeutet auch Anstrengung, also das beweisen müssen, dass ich Engadinerin bin, das ist jedes Mal auch anstrengend und manchmal hatte ich einfach keine Lust. Und dann habe ich nicht korrigiert, weil es mir einfach zu blöd war und weil es ja nicht darum geht, wir wollten ja über das Theaterstück sprechen eigentlich und nicht über, ja. Wer Sie sind. Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die vielleicht nicht ausschließlich mit einer Minderheitensprache zu tun hat, sondern einfach diese Erfahrung, nicht in der Mehrheit zu sein. Das ist, ja. Aber die Sprache kann einem helfen, zu sagen, wer man ist. Ist es auch eine Erfahrung, die Sie haben? Also zuerst mal sich selber zu kennen, ist ja schon schwierig genug, aber ist ja nicht immer. Nee, aber zu sagen, wer man selber ist, ja, das ist auch schwierig, Ich als Spanierin, die hier in der Schweiz aufgewachsen ist, ich kann sagen, wer ich bin irgendwie und mich zuordnen, aber die Fremdwahrnehmung ist mehr dann das Problem, oder? Also hier werde ich nie Schweizerin sein und dort werde ich nie ganz Spanierin sein. Und ist mir das wichtig oder nicht, je nachdem, wer mit mir spricht, oder? Aber eben, ich glaube, das haben wir alle Menschen irgendwie bis zu einem Punkt, wenn wir über Identität sprechen. Und was ich jetzt nachgedacht habe, ich habe ja eine Tango-Sendung und Tango kommt aus Argentinien und dort spricht man Spanisch, aber sie sprechen nicht so Spanisch, wie ich Spanisch spreche. Ich komme aus dem Norden von Spanien und das war für mich auch eine Entdeckung, also wie die Tango-Texte sprechen oder die Sänger, die Sängerinnen singen, die benutzen ganz andere Wörter, weil in Argentinien halt auch nicht nur Spanisch gesprochen wird, es ist in Buenos Aires, wurde da eine neue Sprache kreiert, so wie Mata-Englisch hier in Bern quasi, also Lunfardo, das sich so mischt aus ganz vielen verschiedenen Sprachen, weil das halt auch eine Hafenstadt ist und dann kriegst du irgendwie ganz viel Information, ganz viel Kultur mit durch eine Musik,
in deiner Sprache, die eigentlich gar nicht deine Sprache ist und aber zu deiner Sprache wird nach und nach. Und hier in Bern sind wir auch so eine riesen spanisch sprechende Community. Das sind Leute aus Argentinien, aus Ecuador, aus Venezuela, aus Kolumbien, ganz viele verschiedene Leute, die verschiedenste Ausdrücke benutzen und wir versuchen uns zu verstehen. Viele Leute neutralisieren ihr Spanisch. Also wir sind irgendwie ganz viele Minderheiten, die gleichzeitig die gleiche Sprache sprechen, aber doch nicht ganz. Und das ist auch wahnsinnig spannend. Wie können wir uns dann noch sagen, wenn wir hier sind in so einer spanisch sprechenden Bubble, aber rund um uns sprechen sie gar nicht diese Sprache? Und ja, wer sind wir dann? Wir sind sicher nicht mehr die, die wir in unserer Kindheit waren, wo wir einfach nur unsere Sprache gesprochen haben, sondern das hat sich jetzt sowieso vermischt mit ganz vielen verschiedenen Einflüssen. Seien das jetzt Spanisch sprechende für mich oder auch Berndeutsch, Französisch oder was auch immer. Da fließt ganz vieles ein. Jetzt ist die Frage, sind wir offen dafür oder nicht? Verschließen wir uns? Sagen wir, unsere Identität geht bis hier oder kann das auch fließen? Das sind dann andere Fragen, oder? Ja, Sie tauschen sich ja auch mit anderen Sprachminderheiten aus bei der Lia Romancia, oder? Was ist da die Idee dabei? Ganz unterschiedliche, es passiert aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also wir sind mit ich glaube, mit der sorbischen Minderheit in Kontakt, weil sie in den digitalen Sprachprogrammen einen guten Weg gefunden haben. Im Ende des Sommers war ich in der Bretagne mit den Bretonen. Wie gehen sie, haben zum Beispiel eine ganz andere Situation, weil die jetzige Generation, die junge Generation, die Bretonisch spricht, die haben das nicht mehr von ihren Eltern gelernt, sondern neu gelernt, weil es eine Generation gab, die nicht mehr Bretonisch gesprochen hat. Was passiert in der Kultur damit? Und dann natürlich mit den Nachbarn, mit den Friulanern und den Ladins, Dolomitans. Rein auch dann schon wieder literarisch, kulturell, es gibt auch Übersetzungen und so weiter. Es ist noch schwierig zu beantworten, weil wir, es finden auch wirklich organisierte Treffen statt, wo es um politische Fragen geht, wo wirklich Vertreterinnen und Vertreter aus Organisationen ähnlich wie der Lia Romancia zusammenkommen und diese Situationen besprechen. Wir stellen da aber allerdings immer wieder fest, dass die politische und gesellschaftliche Situation so unterschiedlich sind, dass wir dann eigentlich berichten können von uns, aber nicht wirklich einander dann unter die Arme greifen und helfen. Also gerade wir Schweizerinnen sind da halt enorm privilegiert und können gar nicht wirklich, wir haben ganz andere Struggles, also wir müssen für vieles einfach gar nicht kämpfen, was ja wunderschön ist. Wir haben keine Universität, was zum Beispiel das Walisische hat. Und ja, also deshalb sind es mehr so, da finden wir einen Punkt, da machen wir was und wie macht ihr das, wie machen wir das? Ja, aber ja, es geht deshalb schwierig zu beantworten. Ja, aber es gibt einen Austausch. Ja. Ja. Vielleicht, was mich noch wundern nimmt, nur weil Sie das vorhin angesprochen haben, es gibt noch keine richtig funktionierende Übersetzungsplattform fürs Romanische, oder? Nein, aber das hat damit zu tun, dass die Sprache klein ist in diesem Sinn, das ist ja auch ein seltsames Wort, weil es ja linguistisch wirklich so ist, dass jede Sprache vollständig ist. Für ein Übersetzungsprogramm braucht es eine Unmenge an Daten, die jedes Wort in jedem möglichen Kontext übersetzen kann. Und das braucht einfach wahnsinnig viel Arbeit und Datenzufluss. Und dann kommt dazu, dass das Romanisch 6 Varianten hat und dass diese Daten eigentlich noch zersplittert sind. Also wenn wir jetzt ein Romanisch hätten, was ist müßig darüber nachzudenken, dann wäre das vielleicht, ginge das schneller, aber das ist eine ganz einfache technische Hürde. Und es geht allen kleinen Sprachen so, das ist nicht einfach, diese Datensätze zusammenzubekommen, um ein funktionierendes Programm. Aber sind Sie optimistisch, dass wir das noch hinkriegen? Ja, auf jeden Fall. Also zuerst kommt wieder das Korrekturprogramm, da sind wir jetzt dran, aber es ist alles in Arbeit auch, aber es braucht einfach diese Textproduktion, braucht einfach Zeit.
Und ich denke, der erste Schritt sind Korrekturprogramme und danach kommt die Übersetzung. Mhm. Mhm. Ja, mehr kann ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen, weil ich auch nicht an diesen Projekten arbeite, aber es ist in Arbeit und es gibt ganz lustige Versuche da auch schon, gab es, wo RTR eine kleine Versuchsphase gemacht hat, einfach um mal, probieren wir mal aus. Und da haben wir gesehen, was war es, ich weiß eben gar nicht mehr, wie der Satz war, aber auf jeden Fall wurde dann, hat das Romanische nicht begriffen, also ich weiß nicht, von welcher Sprache in welche es war, aber dass es um Fußball ging und das Tor wurde zum Tor, also zum Dummen, zum der Tor. Und es gab dann so eine schöne Übersetzung. Ja, das zeigt vielleicht, dass es einfach... Das kennt man doch auch aus den Ferien, wenn man irgendwo in Italien ein Strandschild liest, das auf Deutsch übersetzt ist, was noch sehr, sehr komisch und unverständlich ist. Aber ja, in den letzten Jahren eben haben ja auch diese Sprachübersetzungsprogramme sehr große Fortschritte gemacht. Ja, ich würde mich gerne bedanken und jetzt die Fragerunde gerne öffnen. Ich glaube, wir haben ein Mikrofon. Möchte jemand etwas sagen, hat eine Frage, möchte sich äußern? Da hinten haben wir eine Frage. Mein Name ist Franco Castrovillari. Ich habe mich vorhin kurz eingeschaut, um zu wissen, um was es geht heute Abend. Ich bin aus Süditalien ursprünglich und habe auch Berndeutsch gelernt. Ich glaube, Rätoromanisch wäre für mich viel einfacher. Die Portugiesen. Weil ja, das Hauptgrund ist natürlich, dass Deutsch hat man immer die Deklinationen und das und so weiter, was sehr kompliziert ist zum Begreifen. Heute die Jungen, die studieren nicht mehr Lateinisch, wie viel etwas ähnlich war, oder? Und das geht natürlich auch für die Jungen, die vom 18 oder sagt man von 0 bis 60-jährige Graubündner, die nur 20% davon sprechen eigentlich Rätoromanisch. Und 80% von der Jugend-60-Jährigen spricht Rätoromanisch. Das heißt, dass man gleiche Chance hat, so wie Sie gesagt haben, braucht man auch Deutsch zu lernen und Deutsch zu sprechen. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Ausländer. Nach dem neuen Integrationsgesetz wird das natürlich auch bedingt, oder? Dass man die örtliche Sprache lernt. Man hat in Bern 21.000 Italiener, also im Kanton Bern 4.200 in Bern. Und trotzdem hat man Schwierigkeiten, eine Klasse zusammenzubringen. Man muss verschiedene Orte zusammenbringen, dass man eine italienische Klasse unterrichten kann. Also frage ich mich, mit den 100 oder 1.000 ganzen Kantonen, wie bringt man sie überhaupt, dass man so etwas dann auf der Bein stattfinden kann? Ja, das ist die Frage eigentlich. Danke. Ich glaube, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie, glaube ich, den Lösungsansatz, den wir auch ein bisschen verfolgen, schon genannt. Also, dass es darum geht, dass man halt das ein bisschen zentralisiert, dass verschiedene Schulen in einer Stadt zusammenarbeiten und dass es dann eine romanische Klasse gibt. Aber das ist natürlich schon eine Herausforderung. Vielleicht weißt du mehr, Ureza? Ja, genau, also das ist auf Distanz, dass man einen Kurs auf Distanz macht und das dann deshalb, dass es möglich wird, dass mehrere Schulen sich beteiligen können. Mhm. Das müssen wir so, denke ich, also eben, ich bin nicht Spezialistin in diesen Fragen, aber ich denke, das muss dahin hinauslaufen. Mhm. Mon nom est Mireille Grosjean et je pense que aujourd'hui je vais parler français. Je suis déjà venue ici avec grand plaisir. Le sujet était différent et j'ai parlé allemand. Bundi, vous connaissez Bundi, c'est une boisson qui est vendue à la Migros. Et pour faire connaître le romanche,
il y aurait peut-être aussi La Copée ou d'autres magasins qui pourraient lancer des produits. Bundi, c'est un mélange de jus de fruits. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez préparé pour l'apéro, on verra. Mais si vous voulez un truc, vous avez demandé avant un truc pour propager le romanche et faire connaître le romanche, on pourrait imaginer un concours pour les jeunes qui doivent composer des chansons en romanche, et à ce moment-là, ils auraient cette diaspora à disposition pour avoir de l'aide pour la traduction. Et puis ensuite, vous faites une grande fête à Coire, vous avez des prix, vous avez une espèce de fête, comment ça s'appelle à la télé, cette grande fête avec toutes ces chansons. Ça ne me vient pas à l'idée, mais c'est égal. Je peux vous dire que la Société Suisse d'Espéranto, elle a organisé ça, et on a pu avoir vraiment différents groupes de jeunes de 14 ans et plus qui ont composé des chansons. Et ils avaient alors, par contre, la chance d'avoir Wikipédia, où il y a 320 000 articles qu'on peut utiliser pour la traduction, et Translate Google fonctionne en espéranto. Je suis étonnée de voir Wikipédia en romanche, Wikipédia en romanche qui stagne à 3 000, 5 000 articles. Oui. Et là, il y aurait vraiment, on pourrait faire progresser ça, je pense. Ce serait une bonne chose. Mais un concours pour les jeunes, avec des prix qui pourraient être des kilomètres CFF pour aller chanter partout en Suisse, ou bien de l'argent pour leur instrument de musique, etc. C'est une idée qu'on a essayée dans la Société Suisse d'Espéranto et qui pourrait être prise pour le romanche. Notre société a tenu ses assises à Coire le 25 juin. Nous avons été accueillis à l'IA Romancha par M. Despradel et M. Telli. Et puis, on avait une information sur le Rumansch Grishun qui nous intéresse évidemment énormément, puisque c'est une langue planifiée comme l'espéranto, avec un autre sort et un autre développement et une autre situation, bien sûr. Oui, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Je crois que maintenant, avec la je ne sais pas les mots français, Kulturbotschaft, qui permet de promouvoir le Rumansch dans le reste de la Suisse, c'est possible de commencer avec des mesures comme celle-là. Oui, des concours, toujours. Bonne idée, avec tes prix. Oui, des concours, des fêtes. Des fêtes, oui. Ça aide toujours. Gibt es eine weitere Frage? Ja, ganz hinten. Ich möchte wissen, ob es zwischen Italienisch und oder vom Italienischen zum Romanischen ein weiter Weg ist, wenn ein Tessiner oder eine italienisch sprechende Person mit einem Bündner, der Romanisch spricht, verstehen die beiden oder sind das zwei sehr verschiedene Sprachen? Vielleicht können wir da zusammen antworten. Ich glaube, grundsätzlich ist zu sagen, es sind zwei Sprachen. Es sind zwei neolateinische Sprachen. Ich denke, je nach Idiom gibt es Idiome, die näher dem Italienischen sind. Ich war gerade im Boschiavo, gut, dass es dann auch Pustiavin, was jetzt zum Beispiel den Engadiner Idiomen ziemlich nah ist. Aber ich glaube, das Sursilvan ist ein bisschen weiter weg. Es geht nicht. Ja, also es ist natürlich auch geografisch bedingt, dass... Aber jetzt Valader und Puter, die einfach geografisch nah der italienischen Region sind, sind dem schon näher. Aber ich glaube, was soll ich sagen? Ich glaube, wenn man dieses ein bisschen sprachaffin ist und vielleicht noch eine andere neolateinische Sprache kann, dann tun sich so diese Türen auf, wie Sie gesagt haben, was das Latein auch sein kann, dass dann einfach ein Grundverständnis für neolateinische Sprachen da ist. Und dann fällt jede neolateinische Sprache, denke ich, leichter. Also so ist es mir mit Französisch gegangen und ich habe nie Italienisch gelernt, aber ich kann mittlerweile italienischen Literaturlesungen folgen. Natürlich nicht so wie ein italienisch sprechender Mensch, aber es sind schon zwei Sprachen, ja. Ja. Super, das ist eigentlich besser, wenn Sie antworten. Ja. Gibt es sonst noch jemanden, der noch etwas möchte sagen? Sonst würden wir, glaube ich, den Abend heute hier beenden
Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch im Publikum bedanken und meinen Gästen hier. Ich glaube, jetzt gibt es für uns alle ein Apero. Ich wünsche euch einen schönen Abend und merci, seid ihr gekommen. Merci. Ja, lieben Dank auch von unserer Seite nochmals. Auch für euch gibt es natürlich unsere Aresteine. Merci. Ja, merci. Voilà. Danke. Ich hoffe, sie liegen nicht wie Steine im Magen. Sie sind ziemlich gut. Ja, ich möchte noch kurz auf unsere nächsten Veranstaltungen im Politforum hinweisen. Und zwar nächste Woche, am 17. Oktober, beschäftigen wir uns wieder mit Sprache, diesmal in einem anderen Rahmen, und zwar besprechen wir in einem Workshop das Thema Political Framing. Da sind Sie alle herzlich eingeladen, das ist von 18 bis 20 Uhr hier im Käfigturm. Und dann einen Tag später eröffnen wir die Demokratiebar, an denen Sie dann heute, wenn Sie wollen, auch noch das, also an der Sie heute noch, wenn Sie wollen, das Apero zu sich nehmen werden. Um 17.15 Uhr übernimmt dort Marc Bühlmann die erste Barschicht und wird sein neues Buch Direkte Demokratie in der Schweiz, neue Erkenntnisse aus der Abstimmungsforschung vorstellen und dann aber auch in einem informelleren Rahmen mit den Barbesucherinnen die Zukunft der direkten Demokratie kritisch diskutieren. Die Ausstellung zum Rätoromanischen Romanche E ist eigentlich ab jetzt eröffnet. Sie ist hier im Käfigturm 2 Wochen, bis zum 29. Oktober können Sie diese besuchen an unseren regulären Öffnungszeiten. Das ist montags von 14 bis 18 Uhr, Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und dann am Samstag haben wir ebenfalls geöffnet von 10 bis 16 Uhr. Wir würden uns freuen, Sie einmal vorbeischneien zu sehen. Und alle Infos zu den weiteren Veranstaltungen im Demokratieturm sind auch auf unserer Webseite und Social Media. Wenn Sie regelmäßig Informationen erhalten möchten, lade ich Sie dazu ein, unten an der Demokratiebar sich einzuschreiben im Newsletter, den wir regelmäßig verschicken. Da sind Sie immer gut up to date. Und ja, jetzt eröffne ich sehr gerne das Apero. Sie können das erreichen, indem Sie hier durch diese Tür links gehen, durch die Ausstellung hindurch schlendern und dann der Turm ist ein bisschen verwinkelt, Sie werden es dann schon sehen. Die Bar ist unter euch sozusagen. Vielen Dank und schönen Abend noch.